Offenbach in Offenbacher. Ich hatte euch um eure Fragen zu Corona hier in Offenbach gebeten. Es sind einige Fragen angekommen und damit legen wir direkt los. Eine Frage, die ich geschickt bekommen habe, war zum Beispiel, warum wird dem Waldzoo das Leben so schwer gemacht, indem er ein Sicherheitskonzept vorlegen muss? Also das System ist so, überall wo in Deutschland, in Hessen, jemand jetzt irgendwas wieder aufmachen darf, muss er ein sogenanntes Hygienekonzept vorlegen. Worum geht es dabei? Er muss beweisen, er muss zeigen, er muss einen Plan haben, wie er die Besucherinnen und Besucher, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Ende auch vor Corona schützt, damit es am Ende nicht alles so endet wie bei dieser Faschingsparty in Heinsberg. Und deshalb müssen natürlich die Besucherinnen und Besucher auch, wenn sie kommen, mit Schildern etc. am Eingang über dieses Hygienekonzept informiert werden. Aber darum geht's, ist für alle gleich, die aufmachen. Jeder muss zeigen, wie schütze ich meine Besucherinnen und Besucher, meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und übrigens Hygienekonzept und Waldzoo. Wenn ihr wieder hingehen wollt, jetzt ab Dienstag, 12. Mai, hat der Waldzoo wieder geöffnet. Zu besonderen Öffnungszeiten, macht euch vorher schlau, aber ihr könnt wieder hin. Zum Thema Hygienekonzept passt auch eine andere Frage, die ich gekriegt habe. Und zwar, in einigen Bekleidungsgeschäften sind die Umkleiden gesperrt. Warum darf ich Kleidung nicht im Laden anprobieren? Das ist tatsächlich auch so. Es gibt bestimmte Rahmenvorgaben. Zum Beispiel wichtig ist für alle Einzelhändler, es darf nur eine bestimmte Anzahl von Personen pro Quadratmeter rein. Deshalb müsst ihr wie auch im Supermarkt oft genug draußen vor der Tür warten, bis ihr reingehen dürft. Aber wie dann das konkrete Hygienekonzept in der einzelnen Einrichtung aussieht, das macht jeder selbst. Und dann haben manche eben die Umkleiden auf, manche zu. Das ist Teil des Konzepts der Einrichtung, über das ihr dann zu informieren seid. Jemand hat mich auch gefragt, wie wird das jetzt sein, wenn die Lokale wieder aufmachen dürfen. Das ist genau das Gleiche. Auch die Lokale haben bestimmte Rahmenvorgaben, die sie einhalten müssen. Bestimmte Personengruppen pro Tisch, bestimmte Menge an Personen insgesamt nur pro Quadratmeter. Aber auch hier gilt am Ende, jeder wird ein Stück weit auch sein eigenes individuelles Hygienekonzept haben, wie er seine Besucherinnen und Besucher am besten und seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter natürlich auch vor Corona schützen will. Der Alltag mit Corona wird einfach anders aussehen als in den letzten 10, 20, 30, 40 Jahren davor. Das Leben mit Corona ist anders als davor. Jeder braucht dafür ein Konzept, eine gute Strategie für den Umgang damit, für diesen neuen Corona-Alltag. Den neuen Corona-Alltag, den haben natürlich auch alle diejenigen schon erlebt, die jetzt schon mal beim Friseur waren. Jemand hat mich zum Beispiel gefragt, warum muss ich beim Friseur jetzt die Haare waschen lassen? Und dafür natürlich auch mehr bezahlen als für einen Trockenhaarschnitt. Andere haben gleich auch schon Friseure angezeigt, die aufs Waschen verzichtet haben und direkt nur Trockenhaarschnitt gemacht haben. Ich habe das zum Anlass genommen, auch selbst bei unserem Ordnungsamt nochmal nachzufragen, auch in die Verordnung nochmal reinzugucken, wie denn die Details dort geregelt sind. Und das ist auch wieder ein spannendes Beispiel für das Thema Hygienekonzepte. Der gesetzliche Zwang ist nicht da zum Haarewaschen. Der gesetzliche Zwang, das sind Dinge wie Mundschutz und weitere Auflagen, wie viele Personen pro Quadratmeter und so. Aber dann können eben alle immer auch nochmal ihr spezielles Hygienekonzept aufstellen und die Friseurinnung, der Fachverband der Friseure, die haben dringend empfohlen, zur Steigerung des Schutzes aller Gäste, aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, eben das eigentlich nur nach Haarewaschen zu machen. So, und deshalb ist es ganz einfach. Es ist eben sicherer, wenn man sich sogar vor Ort noch die Haare waschen lässt, aber theoretisch wäre auch ein Trockenhaarschnitt erlaubt. Zwei andere Fragen, die ich bekommen habe, waren, wann wird die Maskenpflicht wieder aufgehoben und dürfen auch Schulsekretärinnen ihre Kinder in die Notbetreuung bringen? Das sind zwei Regeln, die vom Land Hessen gemacht werden. Das Land Hessen entscheidet, wer sein Kind in die Notbetreuung bringen darf und wer nicht. Und auch ob und wo Maskenpflicht gilt, entscheidet auch das Land Hessen. Vielleicht zur Systematik einmal ganz kurz da. Die Gesetze und Regeln, die das Land Hessen erlässt, an die muss sich die Stadt Offenbach und alle Städte immer grundsätzlich halten. Das heißt, wir können nie eine lockere Regel oder Maßnahme ergreifen, als sie in Hessen gilt. Das Einzige, was wir machen könnten, wären strengere Regeln zu erlassen. Und da habe ich immer gesagt, wenn die Zahlen in Offenbach mal deutlich schlechter wären, wäre ich zum Schutz des Lebens jederzeit bereit, auch strengere Regeln in Offenbach einzuführen. Im Moment sind die Zahlen in Offenbach aber weiterhin weitgehend in Ordnung. Von daher ist es im Moment absolut in Ordnung, wenn bei uns die gleichen Regeln gelten wie überall in Hessen. Das Thema Zahlen führt auch direkt zur nächsten Frage, die mir gestellt worden ist. Wie viele Tests werden in Offenbach eigentlich wöchentlich durchgeführt? Das ist in der Tat allerdings eine sehr wichtige Frage und sehr gerne würde ich auch selbst die Zahl kennen. Das Problem ist, dass die Tests, die an Offenbacherinnen und Offenbachern in diesen Testzentren durchgeführt werden, dass wir nur die Zahlen nach Offenbach gemeldet bekommen, wo der Test positiv ausgefallen ist. Und die Zahlen, bei denen der Test negativ ausgefallen ist, bekommen wir bisher nicht gemeldet. Wir haben uns darüber schon mehrfach auch
beschwert an vielen Stellen, sind an vielen Stellen auch da im Gespräch über dieses Thema. Nicht nur wir alleine, das Problem haben alle Kommunen in Hessen. Und deshalb haben wir uns auch gemeinsam mit dem Hessischen Städtetag schon ganz oft auch gegenüber der Landesregierung angesprochen, dass wir alle sehr gerne wissen wollen, wie viele Tests finden eigentlich in der jeweils eigenen Stadt bei uns jede Woche statt. Denn das ist natürlich auch wichtig, um die Gesamtrelation zu sehen. Hat man vielleicht nur deshalb wenig Fälle, weil es wenig Tests waren, oder hat es eben auch viele Tests gegeben? Wir stehen deswegen zusätzlich auch mit der Kassenärztlichen Vereinigung in Hessen in Verbindung, denn das Thema wird maßgeblich verantwortet von der Kassenärztlichen Vereinigung in Hessen. Die hat diese Testzentren eingerichtet und gemeinsam auch mit dem Landkreis Offenbach, weil bei so einem Thema gilt immer, gemeinsam ist man stärker als allein, habe ich mit dem Landrat Oliver Quilling auch die KV gebeten, dass sie ein solches Testzentrum auch in Stadt und Kreis Offenbach einrichtet. Das wäre dann auch egal, ob das ein Kreis oder ein Stadtgebiet ist. Hauptsache, wir hätten hier eben im gemeinsamen Offenbach auch ein solches Testzentrum. Bisher ist das nicht passiert. Als Oberbürgermeister muss man immer auch ein bisschen diplomatisch sein. Deswegen sage ich mal freundlich, freuen tue ich mich darüber auch nicht. Es ist aber schon so, dass die KV weiterhin auch im Gespräch mit uns ist. Also sie taucht nicht ab, sie sagt nicht, das ist alles super. Sie hat versucht, möglichst viele Hausärzte zu motivieren, dass die wenigstens auch testen, denn viele von ihnen haben mich auch in den vergangenen Wochen schon kontaktiert und haben mir gesagt, der und der und der Arzt führt gar keine Tests durch, was natürlich auch ein sehr, sehr großes Problem ist. Und von daher, die KV hat versucht, viele Hausärzte zu motivieren, jetzt Tests durchzuführen. Und sie hat derzeit eine neue Idee, die sie gegenüber den Hausärzten präsentiert. Sie hätte gern, dass jeder Arzt auf Corona wieder testet und dass das eben trennt, eine sogenannte normale Sprechstunde und eine Infektionssprechstunde, so nennt es die Kassenärztliche Vereinigung. Die Idee von der KV finde ich grundsätzlich eigentlich gar nicht schlecht, weil dann könnte jeder weiterhin einfach zu seinem Arzt wie immer gehen und jeder Arzt wäre dabei eingebunden. Das heißt, wir hätten ganz, ganz viele Stellen, an denen wir eben auch möglichst viele Tests durchführen lassen können. Also wie auch immer, die Frage ist sehr gut, die Frage ist sehr wichtig und wir arbeiten auf ganz vielen Ebenen mit der Landesregierung, mit der KV, mit dem Landkreis, mit anderen Städten daran, dass wir das irgendwann selber mal wissen, denn ich will das auch unbedingt wissen. Eine andere Frage zum Thema Tests, die mich erreicht hat. Jemand hat die Einschätzung gehabt, um die Sicherheit zu erhöhen, eine zweite Welle zu vermeiden, wären doch Massentests wie in Südkorea oder Taiwan hilfreich. Er sagt, oder die Person sagt dann, nur so können neue Infektionsherde frühzeitig identifiziert werden. Alles richtig, was dort steht, genau deshalb hätte ich das sehr gerne auch exakt so. Und deshalb bin ich ehrlich gesagt auch nicht ein Fan davon, dass in der Fußball-Bundesliga jetzt irgendwie schon alle paar Tage solche Tests durchgeführt werden, während für ganz Deutschland solche Tests nicht vorliegen. Wir können im Moment nicht einfach als Stadt Offenbach sagen, wir testen jetzt mal alle Altenheime. Im Gegenteil, unser Stadtgesundheitsamt bekommt gar nicht ausreichend Teströhrchen, um alle zu testen. Also wir bekommen zum Glück genügend Teströhrchen, um akute, konkrete Verdachtsfälle zu testen. Das ist zumindest schon mal ein Stück weit im Griff. Was aber überhaupt noch nicht im Griff ist, ist, dass wir auch irgendwie einen Puffer hätten, eine Reserve hätten und dass wir eben solche Möglichkeiten hätten zu sagen, wenn jetzt irgendwie in der Schule ein Fall ist, dann testen wir eben einfach alle Schüler. Wenn im Altenheim ein Fall ist, testen wir eben einfach alle Bewohnerinnen und Bewohner, alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Altenheimen. Also ja, völlig richtig. Wenn wir endlich viel, viel mehr Tests hätten, dann würde die Eindämmung auch viel leichter fallen und dann wäre das auch wieder eine Chance, an anderer Stelle möglicherweise sogar noch zusätzliche Lockerungen vorzunehmen. Aber so ist es eben im Moment in dieser Corona-Pandemie. Wir haben jetzt vieles im Griff, aber es gibt auch noch Dinge, die besser werden müssen. Und deshalb bleibt auch weiterhin wichtig, dass natürlich alle Bürgerinnen und Bürger mithelfen, sich vernünftig zu verhalten, dass das Virus sich weiterhin möglichst wenig ausbreitet. So, und dann ist mir noch eine Frage gestellt worden. Ich glaube, die ist für sehr viele interessant. Wir hatten ja jetzt beispielsweise an einer Schule schon einen Corona-Fall. Und jetzt ist gefragt worden, die Mitschüler, die in Quarantäne gesetzt worden sind, warum sind die nicht sofort getestet worden? Und es ist eigentlich völlig egal, ob das ein Altenheim ist, ob das eine Schule ist, ob das Kitas sind. Die Frage stellt sich ja immer wieder, es taucht jetzt irgendwo Corona auf. Was passiert denn dann? Also, es passiert Folgendes. Es wird versucht, und das macht in der Tat unser Gesundheitsamt hier vor Ort, alle Kontaktpersonen, die der Schüler oder die Schülerin oder Altenheimbewohner oder Kita-Person dann etc. hatte, zu ermitteln. Über ganz normal Befragung, telefonisch, wie auch sonst,
wird es versucht rauszufinden. Deshalb macht es übrigens ja auch so viel Sinn, Abstand zu halten. Mit je mehr Leuten man sich an die Hygiene- und Abstandsregeln gehalten hat, desto weniger Leute haben dann das Risiko, auch Corona zu haben. So. Also es wird versucht zu ermitteln, mit wem war der Kontakt zu eng. Wer ist eine Kontaktperson, die im Zweifel Corona haben könnte? Alle diese Kontaktpersonen werden dann sofort für 14 Tage in Quarantäne geschickt. Mit dem Testen wird in aller Regel aber noch einen Moment gewartet. Warum? Die Inkubationszeit von Corona ist nach heutigen Erkenntnissen 6 Tage. So. Und wenn man die Leute, bleiben wir wieder bei der Frage hier von der Schule, wenn man die Schülerinnen und Schüler dann jetzt alle direkt einen Tag später testen würde, dann würde wahrscheinlich bei fast allen rauskommen, sie haben kein Corona. Und dann würden die hinterher wieder fröhlich in die Schule gehen können und es würde heißen, super, alles ist toll. Das wäre natürlich nicht das, was wir wollen, sondern deshalb bleiben die einen Moment in Quarantäne und werden eben erst dann getestet, wenn die Inkubationszeit abgelaufen ist. Und dann hat der Test eine viel höhere Wahrscheinlichkeit, dass das Ergebnis auch richtig ist. Ja, liebe Offenbacherinnen und Offenbacher, das waren eure konkreten Fragen zu Corona hier vor Ort in Offenbach. Wenn ihr noch weitere konkrete Fragen zu Corona in Offenbach habt, postet sie gerne unter das Video. Je nachdem, wie viele am Ende kommen, würden wir gucken, dass wir irgendwann versuchen, auch nochmal ein solches Video zu drehen und konkrete Fragen für euch zu beantworten. In diesem Sinne, bis zum nächsten OB Direkt.